Es dauert noch knapp eine Stunde bis zum Startschuss. Bei bestem Septemberwetter trudeln sie langsam ein in den Mönchengladbacher Hockeypark. Die Superläufer und die Gelegenheitsläufer. Die ganz Ambitionierten und die ganz Kreativen. Es ist Mönchengladbacher Run and Fun Firmenlauf. Bereits zum dritten Mal findet das Event in und um den Hockeypark statt. Das Konzept ist, dass man mit den Menschen, wo man eigentlich den ganzen Tag mit zusammen ist, mit denen man eigentlich mehr zusammen ist als mit dem Partner, dass man da auf einer anderen Ebene einfach sich mal unterhält, kommuniziert und sich mal von der anderen Seite kennenlernt und einfach auch Spaß hat. Rund 130 Firmen laufen mit ihren Teams mit. Für die 2600 Läufer geht es dabei hauptsächlich um Spaß. Und um Gemeinschaftssinn. Treffen uns gerne hier und machen dann einfach, weil wir Spaß dazu haben. Laufen. Eine tolle Atmosphäre, tolle Menschen. Einfach toll. Es macht einfach Spaß, dabei zu sein. Es macht was anderes. Dass hier so eine lustige Veranstaltung ist. Hier wird es gleich heiß hergehen. Bei Samba-Rhythmen rocken wir die Strecke. Nach ausreichender Trinkversorgung und kurzem Warm-up geht's an den Start. Nur noch wenige Minuten, bis es losgeht. Die Läufer sind gut drauf und heiß aufs Rennen. Adrenalin pur! Super, alles cool, alles gut. Fokussiert. Bisschen aufgeregt, aber viel Spaß dabei. Wir freuen uns! Ja, die Freude. Das ist beim Run-and-Fun-Lauf das Allerwichtigste. Um die Leistung geht's nicht wirklich. Am Ende ist es egal, wer als Erster durchs Ziel läuft. Also gewinnen kann man eigentlich nur, sag ich jetzt mal, dass der Kollege sagt, hör mal, du bist eigentlich echt nett, weil so gut wusste ich gar nicht, ob wir uns verstehen oder wir sehen uns mal von der anderen Seite, dass man einfach unheimlich viel Teamgeist gewinnt. Also im Grunde ist das für mein Empfinden ein gesunder Betriebsausflug und ich denke, am Ende hat man einen sehr lieben Kollegen dazu gewonnen. Und dann Punkt 19 Uhr geht's los. Die Letzten werden die Ersten sein. 5 Kilometer Strecke und nach knapp 15 Minuten kommen die ersten Läufer schon wieder ins Ziel. Ja, war schön. Ja, war super gut, hä? War ganz gut. Sehr warm und anstrengend. Die Zuschauer haben angefeuert. Echt super. Bin nächstes Jahr wieder dabei. Aber jetzt kommt nach dem Run erstmal der Fun. Wir werden gleich mal ein bisschen mit der Firma in den Zelten feiern und dann irgendwann nach Hause. Bis ja morgen wieder arbeiten.